Liebe Trader, wenn es darum geht, in einem freundlichen Marktumfeld täglich neue Trading-Chancen auf der Long-Seite zu identifizieren, sind drei Scan-Kriterien für mich elementar. Welche das sind, zeige ich in diesem Video. Wir nehmen die Deutschland TF Prime Liste als Basis für die täglichen Scans und beginnen mit Scan-Kriterium Nummer 1. Ich gehe rechts oben in das Eck über das Pluszeichen und füge jetzt unter den Qualitätskriterien die Trendstabilität hinzu. Die Trendstabilität soll Aktien ausfindig machen, die stark steigen, aber dennoch nur moderat schwanken. Als Trader will man ja möglichst ein Portfolio aus Trendaktien aufbauen, die sich unabhängig vom Gesamtmarkt bewegen. Vor allem, wenn der Gesamtmarkt dann auch mal deutlich in den Korrekturmodus wechselt, minimiert man damit das Risiko einer sogenannten Klumpenbildung. Der nächste Schritt sieht jetzt folgendermaßen aus: Wir sortieren den deutschen Markt nach den Aktien mit der höchsten Trendstabilität und dort schauen wir dann gezielt nach neuen Tradingchancen. Eine Basler Aktie zum Beispiel macht weiterhin einen guten Eindruck. Zuletzt hat man ja die Prognose angehoben. Leider hat die Aktie darauf nicht positiv reagiert, aber allgemein dieses Konsolidierungsverhalten immer noch auf hohem Niveau stimmt mich zuversichtlich, dass hier, zumindest wenn der Gesamtmarkt auch weiter freundliche Impulse senden sollte, dass hier noch eine weitere Impulsbewegung nach oben drin sein könnte. Ich packe mir entsprechend eine Trendlinie in das System. Mache einen Linksklick auf die Linie, Rechtsklick und erstelle mir auf Basis dieser Trendlinie einen Alarm, sodass, wenn die Aktie hier nach oben ausbrechen sollte, ich darüber sofort informiert werde. Weiterhin zum Beispiel auch interessante Aktien, eine Technotrans, die jetzt auch schön auskonsolidiert hat über die letzten 2 Wochen, aber immer noch sich gut behaupten kann, trotz dieser jüngsten Marktschwäche. Eine Siltronic zeige ich immer wieder gerne, was sich wirklich hinter dieser Trendstabilität verbirgt. Wir können sehen, eine Siltronic hat eine sehr schöne Performance über die letzten Monate hingelegt, aber die Bewegungen sind in der Regel eher langsam, stetig, aber kontinuierlich abgelaufen. Vor allem zum Beispiel auch diese Anstiegsphase. Ich nehme den Pfeil nochmal weg. Hier, solche Phasen und solche Aktien versucht man eben mit dem Trendstabilitätskriterium auf den Schirm zu holen. Aktien, die unaufgeregt, aber mit hoher Stabilität nach oben laufen. Das nächste Scan-Kriterium, auf das ich auch auf gar keinen Fall verzichten wollte, ist, wir gehen auf das Pluszeichen, Indikatoren und dann natürlich die Trendstärke. Die Trendstärke hat den Vorteil, ich werde hier sehr schnell auf neue starke Bewegungen aufmerksam, seien es Bewegungen nach positivem Newsflow oder wenn sich eine neue Aufwärtstrendstruktur in einer Aktie etabliert hat, beispielsweise eine Turnaround-Situation. Der Indikator, das Kriterium arbeitet sehr agil und wenn Aktien eben erstmals eine starke Impulsbewegung absolviert haben, versucht man auch wiederum mit diesem Ansatz in diese Bewegungen hineinzukommen. Welche Aktien sind unter diesen Gesichtspunkten gerade interessant? Hier gilt natürlich dann auch wieder den Markt nach der höchsten Trendstärke zu sortieren und einen guten Eindruck macht weiterhin zum Beispiel auch eine Aixtron-Aktie, hat jetzt diese jüngste Marktschwäche wirklich gut weggesteckt, notiert auf Jahreshochniveau, verfügt über einen Trendstärkewert von 3,3, alles über 2. Hier kann man wirklich von einem hohen Trendstärkewert sprechen. Wenn die Aktie jetzt auch aus dieser Konsolidierung heraus neue Stärke entwickeln sollte, wird der Titel auf der Long-Seite interessant. Und grundsätzlich sowohl bei der Trendstabilität als auch bei der Trendstärke versucht man eben immer wieder schöne Fortsetzungsformationen ausfindig zu machen, beispielsweise auch wie zuletzt eine solche Situation. Und wenn die Aktien dann beginnen, ihren übergeordneten Trend fortzusetzen oder diesen neu etablierten Aufwärtstrend, dann sind das für uns Trader immer wieder wunderbare Einstiegsmöglichkeiten. Welche Aktien machen noch einen guten Eindruck? Lufthansa hat jetzt über die letzten Wochen auch eine dynamische Aufwärtsbewegung absolviert. Hier zum Beispiel auch wieder eine sehr schöne Situation, nachdem diese Konsolidierungsformation nach oben hin verlassen wurde. Die Aktie bleibt ein Kandidat für die Watchlist, eine S&T. Auch dieser Titel macht weiterhin einen guten Eindruck. Die Aktie konsolidiert jetzt schon einige Wochen und hat eine sogenannte Flatbase ausgebildet.
Wenn hier wiederum erneut die Marke von 14 € angelaufen werden sollte, dann würde auch dieser Titel auf der Long-Seite interessant werden. Und so versucht man sich eben täglich auf Szenarien vorzubereiten. Das heißt eben, wenn der Gesamtmarkt weiter nach oben streben sollte, dann habe ich sofort potenzielle Trading-Kandidaten zur Hand. Wacker Neuson zum Beispiel, auch ein Kandidat für die Watchlist, hier zuletzt nach positivem Newsflow, diese erste Impulsbewegung. Jetzt ist die Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen und wenn dann beispielsweise der nächste Impuls starten sollte, wäre das wiederum unter klassischen Trendfolgegesichtspunkten hier auch eine sehr interessante Trading-Chance. Auch hier wiederum ein weiterer Kandidat für die Watchlist und abschließend das Kriterium Abstand vom Hoch und hier nehmen wir das Jahreshoch als Referenz. Natürlich gilt es auch, diese Aktien auf der Watchlist zu haben und der Unterschied gegenüber Trendstabilität und Trendstärke ist beispielsweise, wenn wir an der Allianz-Aktie anschauen und beobachten können, dass Aktien wirklich aus einer Konsolidierung ausbrechen, die über Monate oder sogar bis hin zu Jahren zurückgeht. Dann verfügen diese Aktien in der Regel über keinen hohen Trendstabilitätswert mehr und auch natürlich über keinen hohen Trendstärkewert mehr. Aber solche breiten Base-Breakouts haben natürlich auch eine entsprechende Signalwirkung und hierfür gilt es auch entsprechend deshalb immer, die Aktien auf dem Schirm zu haben, die in Schlagweite zum Jahreshoch sich befinden, beziehungsweise dann in Folge auf neues Jahreshoch ausbrechen. Und zum Beispiel hier eine Allianz ist ja für mich weiterhin ein Basisinvestment unter den DAX 30 Titeln. Auch hier sieht es gar nicht so schlecht aus im Big Picture. Hier könnte jetzt zeitnah auch diese intakte Aufwärtstrendbewegung nach oben fortgesetzt werden. Deutsche Post macht auch keinen schlechten Eindruck. Auch hier könnte hier im Big Picture zeitnah dieser Trend nach oben fortgesetzt werden und mit diesen drei Scan-Ansätzen stellt man dann auch letztendlich sicher, dass einem keine markante Breakout-Bewegung mehr entgeht.